Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daylight. Daylight? Dayland. Genauso groß wie mein Kopf, die Tasse. Deswegen mag ich die so. Und heute erfahren wir, was sie so zu berichten hat. Wiese X hat uns Informationen über die mögliche Herkunft von Dayland gegeben. Die kleine Größe, der Kristallaltar und die häufigen Monsterangriffe deuten darauf hin, dass es sich um einen kleinen Planeten handelt. Wow. Wow. Es ist ein kleiner Planet. Wer hätte es gedacht? Oh mein Gott. Das ist so eine Neuigkeit hätte ich jetzt nicht erwartet. Diese Planeten gibt es nur extrem selten im Universum. Sie haben ein Kristallherz, das voller Magie steckt. Oh, ich kann es spüren. Moon, ich kann das Herz des Planeten die ganze Zeit hören. Dayland ist ein ganz besonderer Planet. Da du sein erster Bewohner bist, musst du ihn beschützen. Ich habe das Gefühl, dass wir doch immer nur auf diesem Planeten bleiben, nur halt weiter reingehen. Ja! Ich bewundere deine Tapferkeit. Hier, nimm dieses Erkundeabzeichen. Wow, ist das schön. Mit diesem Abzeichen kannst du mich jederzeit rufen. Wieso sage ich ihr das jetzt? Wieso habe ich ihr das jetzt gesagt? Also, ist mir auch egal. Die paar Sekunden können wir jetzt noch warten hier. So, dich hier schneide ich sowieso weg, obwohl so die paar Sekunden kann ich auch noch warten hier. So. Was kriege ich, wenn ich dich kaputt mache? Holz. Lohnt sich ja fast schon, die auch zu pflanzen, ne? Wenn man dadurch Holz bekommt. So, gib mir den Samen. Meine kleine Samenbank. So. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Ja gut, dann halt nicht. Irgendwie ein bisschen kleiner Baum, ne? Mysteriös. Gut, ich frage mich, wie weit entfernt wir hier Dinge anbauen können. Nicht allzu weit, aber wir pflanzen hier ein paar von den Dingern. Die können wir nämlich auch dann einfach fällen und dann ein bisschen Holz rauskriegen. Kann es sein, dass ich aus der Eiche vielleicht auch Öl machen kann? Weil die sind ja schon recht ölig. Nüsse sind ja recht ölig, ne? So, man kann ja nie genug Holz haben. So, wie viele Fischis haben wir hier? Zwei. Ha, richtigen Knopf gedrückt. Oh mein Gott, ich muss mich voll konzentrieren bei diesem Minispiel. Ah! Das war auch ein bisschen kurz, der Balken, ne? Oh Gott, das ist anstrengend zu angeln. So, ein Strauch dahin. Ein Strauch dahin. Haben wir hier gleich einen schönen Wald aus Sträuchern, den wir dann einfach brutal wegfällen werden. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die Ressourcen, die ich aus sowas bekomme, quasi wegfallen, wenn ich nicht rechtzeitig da bin. Ich meine, die könnten mir das wenigstens anzeigen, ey Junge, dein Zeug ist fertig. Aber machen die ja nicht. Was ich echt kacke finde. So. Ich muss echt darauf achten, dass ich meine Baumwolle nicht komplett verschwende, ne? Der Brunnen kann hier eigentlich weg, ne? Kann ich den kaputt machen? Wird der Brunnen jetzt auf ewig hier sein? Nicht dein Ernst. Ah, okay, zerstören. So, wir möchten nämlich einen neuen Brunnen bauen. Und zwar diesen hier. Der auch ein bisschen größer ist. Was? Okay. Ich kann auf meinem Feld bauen. Bisschen skurril, ne? Du hast Rezept erlernt, Eimer.
Ich hab doch schon Eimer. Ah, Eimer Stufe 2. Faden, wofür der Faden? Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Eimer, der mit irgendwie 10 Litern Wasser voll ist. Das heißt 10 Kilogramm schwer. Und ihr haltet das an einem Faden. An einem Faden. Eure Hand ist sowas von tot. 100 Steine. Okay. Warum nicht? Wo sind die Bastarde? 2 Stück. Jetzt geht doch kaputt, da kommt noch ein anderer. Boah, da treffe ich den nicht. Schlag doch auf ihn zu! Schlägt er ins Nichts. So, mal kurz den Loot aufsammeln. Hunger habe ich auch schon wieder. Oh Gott. Von wegen chilliges Spiel. In Steam steht voll das chillige Spiel. Oh, da chillt man den ganzen Tag, weißt du? Ich bin hier am Verhungern, habe keine Ausdauer. Alles Mögliche. So, wie viel Holzstein habe ich gebraucht? 100? Ich glaube, es war 100. Aber selbstverständlich haben wir schon keine Energie mehr. Aber immerhin schon ein bisschen Stein. Gut, dann können wir eigentlich auch direkt schlafen gehen, ne? So, Labor. 100 Stein. 30 Metall. Ich ziehe es in Erwägung, die 100 Steine zu sammeln und den Rest zu kaufen. Ganz ehrlich. Oh, verhungern. Du bist mein Töppel. Eine Wassermelone. So. Bei der letzten Möhre warnt er mich eh. Und du willst mir jetzt bestimmt ein bisschen Sachen geben, oh. Hatte ich einen Auftrag von dem? Stelle Stoff her. Ach, der wollte nur einen Stoff. Wie viel Stoff habe ich jetzt gebaut? 5? So. Hier fehlt noch was. Ihr habt doch Stoff hergestellt, oder? Ich habe Fäden hergestellt, aber keinen Stoff. Für Stoff brauchte ich 5 Fäden. Das war das Problem. Ja, dann wachs mal schneller, ne? Also wir haben hier ja zum Glück 5 Wasser drin, ne? Und wir sollten auf jeden Fall, bevor wir das Wasser verschwenden, irgendwie versuchen, den Eimer aufzurüsten mit Fäden. Fäden. Jetzt habe ich 2. Was brauchte ich für den Eimer? 3? 3 Fäden, ja. Gut, dann verschwende ich das Wasser halt doch. Regnen tut's ja hier irgendwie anscheinend nicht mehr. Keine Ahnung warum. Der Regen mag mich nicht. So. Hier können wir schon mal ernten. Ah, ich habe Erfolg bekommen, Farmer. Ich habe aber so schnell X gedrückt, dass ich verwirrt war. Als da irgendwas passiert ist. Ich dachte, was passiert denn jetzt? So, ich bekomme 3 davon. Einen verschwende ich ja wieder. Das heißt, ich bekomme 2 Baumwolle jedes Mal raus. Okay. Aber wir haben jetzt genug, um einen weiteren Faden herzustellen. Mit diesem Faden können wir die Schmiede einen Eimer herstellen. Und hoffen, dass dieser Eimer einfach effizienter ist. Sogar noch derselbe Eimer. Wofür habe ich jetzt den Faden gebraucht? Ach, damit das Ganze zusammenhält. Ach, guck mal, ist das schön, wie schnell das einfach wächst. So, damit das aber alles konstant gleich abläuft, gehen wir nochmal hier hin. Und wir haben jetzt das dritte Feld, ne? Stimmt. Es reicht nicht.
Der fucking Brunnen reicht nicht. Ich dreh durch. Es reicht einfach nicht. Warum nicht? Hatte ich nicht mehr Metall? Ach, ich habe ja den Dingenskirchens hergestellt, den Eimer. Hat mir natürlich auch viel Metall gekostet, ne? Aber das tut man nicht alles. So, Samen. Oh, Eicheln, Eicheln, Eicheln. Ich bin in Versuchung, einen kleinen Brunnen zu bauen. Einfach nur, weil ich verzweifelt bin. Ich bin einfach verzweifelt. Bauen wir erstmal einen kleinen Brunnen, komm. Oder wir bauen mehrere kleine Brunnen hierhin, die Wasser speichern. Ich meine, rein theoretisch kann man das richtig gut ausnutzen. Der Brunnen ist jetzt nicht wirklich teuer, muss man sagen. Das ist ja billig Kram. Und der hat jedes Mal, wenn man ihn baut, hat er 3 Wasser. Dementsprechend kann man ihn einfach abreißen und dann wieder neu bauen und dann sich dann Keks freuen. Versteht ihr, was ich meine? So. So. Das ist auch gleich fertig. Nein. Ach, Feinde. Immer sind's Feinde. Habt ihr keine Hobbys oder so? Oh Gott, was bist du? Oh, holy shit. Eine fette Biene. Lass meine Pflanzen in Ruhe. Wo kommt die überhaupt her? Flügel. Wir haben die Flügel abgeschnitten. Ich bin schon so ein kleiner Bastard. Hier 3 Sekunden. So, eines Tages können wir den ganzen Wald einfach abholzen und uns dann einfach einen Keks freuen. Finde ich gut. Ich habe jetzt auch schon ordentlich Samen am Start, oder? 12 Pinienkerne. 5 Eicheln. Ist schon nicht schlecht. 2 Seile brauche ich dafür, um das zu verbessern. Es regnet. Oder? Oder sind das nur Wolken? Ich weiß es nicht. Stimmt, jetzt kann ich auch endlich das dritte Feld benutzen. Oh, Halleluja. Das hätte ich schon längst machen müssen. Ganz ehrlich, dieser Brunnen ist so billig. Ja, es regnet. Aber leider an der falschen Stelle. Geil. Nee, was soll's. So, Werk die Stadt. Wir haben jetzt 2 Fäden. Wochen 3 für ein Seil und 5 für Stoff. Weiß nicht, das ist eine unendliche Geschichte hier, ganz ehrlich. Ich werde das niemals zusammenkriegen bei dem Tempo. So. Ich hoffe, ich kann eines Tages auch Felder bauen, damit ich ein bisschen mehr ernten kann. Das wäre cool. Und ich möchte gerne einen neuen Brunnen bauen, ein bisschen weiter weg von hier, wo wir dann noch ein paar Bäume pflanzen. Weil man kann eigentlich nie genug haben, ne? So, jetzt haben wir 5. Jetzt kann ich einen Brunnen bauen. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal clean. Hier kommt dann der Brunnen hin. Muss ja jetzt nichts Weltbewegendes sein, ne? Und dann werden wir hier nämlich unsere anderen Bäume pflanzen. Dass wir ordentlich Ressourcen haben auf diesem Planeten. So. Ich muss sagen, bei Minecraft gefällt mir das ein bisschen mehr mit den Bäumen. Weil da hast du unendlich viele Samen. Ja gut, hier rein theoretisch auch, aber wenn du den Baum halt fällst und bis dahin keine Samen gesammelt hast, dann hast du richtig die Arschkarte. Ich wette, das Spiel warnt dich trotzdem. Ja klar, logisch, aber es ist halt irgendwo, du hast nicht unendlich Rohstoffe. Du musst halt wirklich auf deine Natur achten. Und ich tue das nicht. Ich bin nicht so. Ich kann das gar nicht.
Ja, bleib, wo der Pfeffer wächst. Ich brauch dich nicht. Ich komme alleine klar. So. Können wir diesen kleinen Wald nämlich abholzen, sobald er fertig ist? Dann haben wir. Ja, also wenn mir jeder Baum 4 Holz gibt und wir haben jetzt knapp, sagen wir 20. Sagen wir, wir pflanzen jetzt 20 Stück gerade insgesamt. Dann haben wir 100 Holz. Kann sich sehen lassen. Ist zwar nicht viel, wenn man das so bedenkt, aber naja. Ein neuer Tag. Oh, ich sehe von Weitem schon Pinienkerne. So, pflanzen wir die Eicheln hier noch ein. Oh Gott, lass mich hier weg. Und da wachsen schon die ersten Bäume. Sehr schön. So, tada, unser eigener Wald. Den wir eines Tages skrupellos einfach abholzen werden. Echt jetzt? Dude, du spawnst bei mir zu Hause? Ist das vielleicht der Wald? Spawnst du wegen dem Wald? Oh ja, schön, immer schön gegen Stein zimmern. Oh ja. Alter. Holy shit. Okay, der Besucher ist weg, ne? Scheiße. Das war der Händler. Der hätte mir locker einen Heiltrank geben können. Was passiert, wenn ich sterbe? Ich will es gar nicht wissen. Wir werden niemals sterben, Freunde, weil ich bin ein Pro-Gamer. Wir wissen alle, Pro-Gamer können nicht sterben. So. Jetzt bekomme ich plötzlich Eicheln ohne Ende. Also Eicheln sage ich schon, Samen. So, die Eicheln gönne ich mir aber jetzt, wo wir schon bei Eicheln waren. So, Dankeschön. Da haben wir noch was. Nee, soll ich sie nicht kaputt machen? Ah, toll. Kann er sie nicht automatisch aufsammeln, wenn sie ihm auf den Kopf fallen? So. 3 von 3? Hä? Hey, ich will es nicht zerstören. Ich will Wasser holen. So. Damit das alles ein bisschen schneller fertig wird. Oh Gott, nein! Oh. Wieso fallen ständig zwei, aber ich kriege immer nur einen? Ich fühle mich von diesem Planeten hintergangen. So. Ich wette, ich kriege auch eine bessere Hake, wenn ich. Oh, hi. Wenn ich das gleich verbessert habe, so ein Feld. So, dann ja, lande mal hier irgendwo. Sieht schon besser aus hier auf dem Planeten, ne? Wozu kommst du her? Ich weiß nicht, wozu die überhaupt herkommt, wenn sie sowieso nichts macht. Okay, wir können jetzt bestimmt noch einen Faden bauen oder mehrere. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben zwei. Wenn wir jetzt einen bauen, dann kann ich ein Seil bauen. Und mit diesem Seil kann ich dann ein Feld verbessern. Nehmen wir einfach mal zuerst das erste hier, was wir haben. Zwei Seile. Warum? Warum? Egal. Ich kann nicht. Oh Mann, es kann doch nicht so schwer sein, an so ein verdammtes Seil ranzukommen, ganz ehrlich. Was soll denn das?
gut. Ja, ich wusste, dass mir ein Baumwolle fehlt, aber ich wollte halt nicht einfach nur zwei Felder bestellen. Hätte ich jetzt wirklich das Seil, den Seil gebaut, Daddy, das Seil, was? Keine Ahnung. Dann hätte ich nicht alle drei Felder bestellen können. Und somit hätte es im Endeffekt länger gedauert, mehr Seile zu produzieren. Ich hoffe einfach, dass, wenn wir jetzt hier fertig sind, ne? Ja, dass die Felder mehr Ertrag haben. Das wäre so mein Traum. Mehr Ertrag. So, wenn ich was esse, ne? Regen. Aber an der falschen Stelle. Kackregen. Moment. Ich drehe den Planeten einfach. Guckt euch das an, Freunde. Guckt euch das an, wie ich einfach alles gieße hier. So, das gieße ich. Dann gieße ich hier noch ein bisschen. Ah, auf die Mechanik muss man erstmal kommen. Wer kommt denn auf sowas? Überall Eicheln. Guckt euch an, überall Eicheln. Ja. Ja. Erde feucht. So. Alles fertig. So wünscht man sich das doch. Ich sollte zuerst die Eicheln aufheben, weil die einfach despawnen, ne? Hey! Hier lag doch überall was rum. Das Spiel verarscht mich. Ernsthaft. Aber es regnet noch. Nein, es regnet doch noch. Das Spiel verarscht mich von vorne bis hinten. Und ich bin am Verhungern. Regnet's noch? Natürlich nicht. Warum solltest du es auch tun? Wäre ja zu meinem Vorteil. Und ich bin am Verhungern. Gib mir das Essen Leben. Ja. Ich brauch dich nicht. Ich habe mein eigenes Essen, was mir Leben gibt. So, seinen Stoff habe ich eh nicht. Er kann wiederkommen, wenn ich Stoff habe. Hört sich an wie so ein Drogendealer. Komm wieder, wenn ich meinen Stoff habe. So, wir hatten hier doch noch irgendwo Eichelinis, ne? Da, guckt euch an. Wie die von alleine runterfallen. Die wollen gepflückt werden. Genauso wie der Pilz hier. Okay, merken. Wenn es regnet, den Planeten schieben. Regnet es da schon wieder irgendwo? Nö. Ach, das ist der Altar. Klar, logisch. So. Jetzt können wir nämlich jederzeit auch diesen Wald hier abholzen. Jetzt haben wir auch genug Samen. So schnell wird uns das jetzt nicht mehr ausgehen. Sehr schön. So, die Baumwolle ist auch fertig. Gleich mal eine neue reintun. Dann die Bäume hier fällen. Oh Gott. Ich bin hier nur am Rumhechten, weißt du? Wie so ein Bekloppter. Das ist voll das entspannte Spiel. Klar. Das ist voll stressig. Alles muss man selber ernten. Wo sind die ganzen Erntemaschinen? Wo ist das Verpesten der Erde? Oder des Planeten, besser gesagt. Ich will den Planeten einfach mit meinen Maschinen verpesten, aber dafür ein richtig chilliges Leben haben. Ja, so ein Mensch bin ich, Freunde. So ein Mensch bin ich. So, ich hätte gerne ein bisschen Stoff. Drei Stück kann ich herstellen, wow. Aber, wie gesagt, ich erhoffe mir einfach einen höheren Ertrag, wenn ich jetzt die Scheiße hier mal langsam zum Laufen bringe. Nein, nicht kaputt machen und auch nichts anderes. Ich will es ausbauen. 12 Holz. Das ist gar kein Problem. Ich muss diese Bäume eh langsam loswerden. Ich habe ja da hinten jetzt meinen privaten Eigentumwald. Oh, das hat mir gerade 3 Holz gegeben.
Bauen wir das Ganze mal aus. Ja! Weißt du bestimmt einen Grund, warum du jetzt hier bist? So, er kommt und ich gehe schlafen. So gehört sich das als Gastgeber. Man geht erstmal schön ins Bett, wenn jemand kommt. Da gehe ich natürlich auf Kraft. Ist ja ganz klar. So viel dazu. 4 Minuten. Was geht bei dir so? Hast du neue Ware für mich? Eine Sonnenblume. Ein Samenkorn, das zur Herstellung von Öl verwendet wird. Gib her den Scheiß. Ich habe gar nicht genug Geld. Du kannst haben. Was kannst du denn haben? Ich weiß. Hier, nimm diesen ganzen Schrott von den komischen Tierchens. Brauche ich nicht. Du weißt ja auch gar nicht, was du verkaufen kannst, was du später brauchst. Aber einen davon brauche ich auf jeden Fall. Melone, Steinpilzsuppe. Ah, okay, jetzt wissen wir, dass wir aus den Pilzen Suppe machen können. Ja gut. Jetzt haben wir wieder einen neuen Gegenstand, den wir irgendwann mal anpflanzen, wenn wir fertig sind mit dem ganzen, mit der ganzen Baumwolle fertig sind, können wir den nächsten Scheiß anpflanzen. Aber bis dahin wird das, glaube ich, noch dauern. Timing. So, gut. Bin gespannt, was für einen Ertrag das ergibt. 3 Minuten. Ich habe die ja eigentlich gleichzeitig reingemacht, ne? Ja, gut. Alles noch beim Alten. Komm, gib mir bitte mehr Ertrag. Mehr will ich nicht. Ich will einfach nur mehr Ertrag haben. Gönn mir das. Regen? Oh, 5 habe ich bekommen, okay. Wo ist der fucking Regen? Gib mir den Regen. Ich habe keine Ahnung, ob ich treffe. Passt. Ja. Oh Gott, nein. So, den Brunnen natürlich auffüllen. So, dann muss ich mich jetzt beeilen mit dem Ernten. Ist der Regen schon weg? Oder ist er nur kurz verschwunden? Ich glaube, der ist schon weg. Bullshit-Regen! Es regnet immer noch. Okay, alles gut. Noch sehe ich das Symbol Regen. Noch sehe ich es. Regne über meine Felder hinweg. Regnet es überhaupt noch? Ich sehe hier keinen Regen. Da unten regnet es. Ich habe es gesehen. Ja. Ich bin geil auf Regen. Da regnet es auch noch. Oh Gott, das ist so schwer, diesen Planet richtig zu drehen. Wo regnet es jetzt? Okay, es hat aufgehört zu regnen. Nö, immerhin ein bisschen Zeit gespart, ne? Gibt Schlimmeres. Ah, da habe ich gar nicht getroffen. Bullshit. Okay, Fakto ist, ich muss auf jeden Fall die Felder als allererstes verbessern. Kürbis, Stroh und Stoff. Alles klar. Ja gut, wir brauchen eh Holz, ne? So sind wir doch ganz ehrlich, wir brauchen eh Holz. Solange wir warten, können wir uns um das Holz kümmern. 3 Minuten, 2 Minuten, 2 Minuten. Geil, genau das wollte ich machen. So. 28 von den Samen haben wir bereits. Können locker noch einen Wald anlegen. Ja gut, dann brauchen wir auch keine weiteren Samen mehr, ganz ehrlich. Huch!
Wie schnell hacke ich denn jetzt? Was war denn das jetzt gerade? Habe ich das gesehen? War das ein Bug? Kann ich den nochmal auslösen? Nee, keine Ahnung, was das sollte. Errungenschaft freigeschaltet, Holzfäller. Okay, 25 Holz habe ich jetzt am Start. Und wir brauchen ja Seile. Oh Gott, durch das Rumlaufen auf diesem Planeten, der wird einem zwischendurch mal schwindelig. So schlimm ist das. 4 Stück kann ich herstellen. Gut, ich baue noch 2. Habe ich noch einen gehabt? Ja. Schmied. Errungenschaft freigeschaltet, Schmied. So, ja, ich weiß, ich brauche diese Stoffe. Ich muss diese Quest abgeben. Sonst würde er mich mein Leben lang noch damit quälen, dass ich ihm Stoff bringen soll. Der alte Drogenjunkie. So, wo ist Feind? Ach, der Kleine hier. 84 Schaden, ich habe auf Kraft geskillt. Warum? Ich habe auf Kraft geskillt. Verarsche! Ich fühle mich betrogen. Ich fühle mich von diesem Spiel betrogen. Und wir haben 31 Minuten. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.